Das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Sie konnten das Wetter beurteilen, sie konnten auf natürliche, auf äußerliche, sichtbare Zeichen achten, aber nicht auf die Zeichen dieser Zeit, auf die wir achten sollen. Und es heißt in Prediger Kapitel 11, Vers 4, das ist ein interessanter Vers dazu, wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Das ist natürlich eine gute allgemeine Weisheit. Ich meine, wenn ein Bauer nur auf das Wetter achtet, dann wird er gar nicht zu seiner Arbeit kommen. Ja, es macht bestimmt Sinn, zu einem gewissen Grad auf das Wetter zu achten, um zur richtigen Zeit zu säen und zu ernten. Aber letzten Endes, egal wie das Wetter ist, irgendwann muss der Bauer sowieso säen und ernten. Egal wie das Wetter wird, ansonsten wird er gar nichts haben. Und also wenn man nur auf Äußerliches achtet, nur auf das Wetter achtet, dann wird man gar nicht zu seiner Arbeit kommen, dann wird man gar nicht zum Eigentlichen kommen. Aber geistlich gesehen lässt sich das so gut auf viele Christen beziehen, denn wenn es hier heißt, wer auf den Wind achtet, der sät nicht, wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht, an was erinnert uns das? Immer wieder vergleicht die Bibel Seelengewinnen mit Säen und Ernten, dass wir das Wort Gottes säen, dass wir das Wort Gottes predigen und ernten, dass wir Menschen retten. Und Jesus Christus, wenn er wiederkommt, er wird auch seine Sichel auf die Erde senden und die Erde wird abgeerntet. Immer wieder nutzt die Bibel dieses Bild für geistliche Dinge, fürs Seelengewinnen, dass wir Menschen retten, das Wort predigen, den Samen säen und ernten. Also nichts, was ich mir jetzt ausdenke, sondern das ist etwas, was die Bibel immer wieder macht. Deswegen geistlich gesehen, worum geht es hier? Wenn du nur auf den Wind achtest, wenn du nur auf äußerliche Zeichen siehst, nur auf weltliche Dinge schaust, dann wirst du nicht dazu kommen, Seelengewinnen zu gehen. Dann wirst du nicht zu geistlichen Dingen kommen, den Samen zu säen. Wenn du nur auf die Wolken siehst, dann wirst du nicht ernten. Wenn du dich durch äußerliche, durch weltliche, durch sichtbare Dinge ablenken lässt, dann wirst du nicht zu geistlichen Arbeit kommen. Und so viele Christen heutzutage, sie schauen auf irgendwelche Zeichen. Sie wollen unbedingt am Himmel sehen, irgendwelche Zeichen sehen und etwas Übernatürliches sehen. Aber die Zeichen der Zeit sehen sie nicht. Sie wollen etwas Übernatürliches sehen und beschäftigen sich die ganze Zeit damit oder beschäftigen sich die ganze Zeit mit Verschwörungstheorien. Was sind die Zeichen, die wir gerade sehen können? Aber sie gehen nicht Seelengewinn. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie verschwenden ihre Zeit. Und natürlich sollen wir wachen? Ja, absolut. Aber was ist damit gemeint? Jetzt mal bezogen auf die Endzeit zum Beispiel, in die das natürlich gut passt, dieses Thema. Was ist damit gemeint, zu wachen? Wir sollen gerettet sein. Das ist der erste Punkt, was bedeutet zu wachen. Und zweitens natürlich wissen, was die Bibel sagt. Aber wenn wir wissen, was die Bibel sagt, dann müssen wir nicht die ganze Zeit auf äußerliche Zeichen schauen. Denn die Wiederkunft Jesu Christi wird auch offensichtlich für die ganze Welt sein. Jedes Auge wird ihn sehen. Okay, also wenn ich weiß, was die Bibel sagt und ich es sowieso sehen werde, dann reicht das aus. Dann muss ich mir nicht die ganze Zeit den Himmel angucken. Und es gibt wirklich Leute, das ist nichts, was ich mir ausdenke, es gibt Leute, die wollen jetzt schon irgendwie sagen, ja, die Sterne sind vom Himmel gefallen, weil man nicht die Sterne im Himmel sieht bei Nacht. Was liegt daran, dass du in einer Großstadt lebst, wo du nicht die Sterne sehen kannst, weil es so hell ist? Aber wenn du auf ein Indianerreservat hier fährst in Arizona, dann kannst du sehr wohl die Sterne sehen. Also es gibt wirklich so derartig dämliche Leute, die buchstäblich sich den Himmel anschauen wollen und natürlich nicht Seelengewinn gehen. Die darauf auf irgendwelche Zeichen im Himmel schauen wollen, nicht säen und nicht ernten. Also eine super geistliche Wahrheit, die man daraus ernten kann. Ernten, ja, aus Prediger Kapitel 11, Vers 4.